Patrick Ortlieb feiert im kleinen Kreis seiner engsten Freunde und Wegbegleiter das 25-Jahr-Jubiläum seines größten Triumphs. Die Goldmedaille in der Königsdisziplin Abfahrt im Albertville 92. Ja, leider habe ich sie nicht live erlebt, aber ich weiß natürlich, was die Folge nach den Fahrten war und ich freue mich jedes Mal, wenn ich das sehe und bin eigentlich schon stolz, dass mein Papa das erreicht hat. Das kann man auf YouTube, das kann man anschauen. Und wir haben vor ein paar Tagen, da war er im Hangar 7 bei Sport und Talk und da war der Robert Seeger. Der war damals der Kommentator und der hat mir halt auch noch ein paar Sachen erzählt. Ich kann mich an ganz, ganz viel erinnern. Ich kann mich erinnern am Abend davor, wo es darum gegangen ist, Startnummernauslosung, Startnummer 1. Bedingungen waren perfekt, ich wusste, das passt gut. Ich bin mein Rennen gefahren, habe mich richtig vorbereitet, habe genau gewusst, was ich zu tun habe mit dieser Nummer, auch taktisch. Einfach keinen Eigenfehler machen, zwei, drei Passagen habe ich gewusst vom Training her, da kann ich noch ein bisschen attackieren. Ich wusste einfach, ich muss einfach eine Bombenzeit hinlegen, damit ich meine Mitbewerber unter Druck setze. Und genau das ist mir gelungen, weil die Top-Favoriten haben einfach nachher zu viel Risiko genommen und das nicht runtergebracht. Vor allem seine Art, den Sport zu leben und ehrgeizig seine Ziele zu verfolgen, haben viel mit den großen Erfolgen in der Sportlerkarriere des Patrick Ortlieb zu tun. Ja, er hat natürlich vom Wesen her, haben wir schon gesehen, er weiß, wo es lang geht, dass er einfach genaue Ziele gehabt hat und er natürlich von der Statur her war prädestiniert als für einen Abfahrer, vom Gewicht her und von der Kraft her. Und was auch ihn auszeichnet hat, dass er viel Gefühl auf den Ski gebracht hat. Und das waren natürlich sicher die Vorteile von ihm. Auch die Karriere nach der Karriere verläuft bei Patrick bestens. Beim Skiclub Arlberg ist er ein eifriger und sehr geschätzter Funktionär. Also der SCA war immer meine Heimat, ist es immer noch. Ist das Größte für mich. Und ohne SCA wäre ich sicher nie ein Kinderskirennen gefahren, wäre ich sicher nie zur österreichischen Schülermeisterschaft gekommen, wäre ich sicher nie dahin gekommen, wo ich bin.